eine Vertuschung von Dopingfällen im russischen Fußball gegeben. Der frühere Leiter des Moskauer Doping-Kontrolllabors, Rodchenkov, sagte der ARD-Doping-Redaktion, im Jahr 2015 sei die Urinprobe des Spielers Ruslan Kambolov definitiv ausgetauscht worden. Kambolov sei als Dopingfall eingestuft worden. Der Weltfußballverband FIFA wisse das. Die FIFA hatte in dem Fall ermittelt, Kambolov aber schließlich aus Mangel an Beweisen freigesprochen. Der Spieler steht inzwischen nicht mehr im russischen Nationalkader. Und hier noch einmal die Übersicht. So, ihr Lieben, Uwe Schattauer alias Cerebellum, die Stimme des Zorns, unterwegs im Dienstwagen heute, ohne Tupac am Lenkrad. Aber mit einer gehörigen Portion Zorn, die Stimme des Zorns, ob dieser Nachricht, die ich glücklicherweise eingefangen habe, vorhin bei der Arbeit haben meine Kollegen und ich das schon gehört, oben auf dem Balkon, den wir restaurieren. Und glücklicherweise macht der Deutschlandfunk, wie auch allgemein die öffentlichen Medien, den Fehler, den sie machen, nicht nur einmal, sondern mehrere Male. Das heißt, ihr Lieben, habt ihr gerade gehört, heute spielt Russland, zweites Gruppenspiel bei der Fußball-WM. Ja, es geht mal wieder um einseitiges Russland-Bashing, 24 Stunden rund um die Uhr. Was hat dieser Fakt, ihr habt es eben gehört, was hat dieser Fakt, ein ehemaliger, eventueller Dopingfall im russischen Fußball von vor zig Jahren mit dem heutigen Gruppenspiel der Russen zu tun, weil sowohl der Spieler überhaupt nicht im Aufgebot steht, was ja schon Wahnsinn ist, warum man das überhaupt sagt, ja, und jetzt kommt ja das Allerschärfste, das sagen die ja sogar noch am Schluss, es konnte ihm nach den Ermittlungen und nach einem Verfahren nichts nachgewiesen werden, keine Beweise. Das ist ja wie beim Fall Skripal, wie bei der MH17. Man hat keine Beweise, aber redet einfach drüber. Also unsere Öffentlich-Rechtlichen reden gerne über Dinge, die null Beweise haben, wo nichts gesichert ist, wo gar keine Fakten sind. Und das nennt sich Journalismus. Mutmaßungen werden genannt. Und heute wird Öl ins Feuer gegossen. Alle Welt hört im Moment zu Fußball, wenn eine Fußballnachricht kommt. Ganz Deutschland ist im Moment sensibilisiert auf das Wort Fußball in allen Medien. Sobald das Wort Fußball kommt, heute trifft das und das Fußball, hören alle zu. Damit lenkt man die Aufmerksamkeit aller Zuhörer auf die Nachricht, die dann kommt. Und was macht man? Rein zufällig mischt man in unseren öffentlich-rechtlich GEZ-diktatorisch finanzierten Nachrichten, mischt man dann mal wieder eine Negativnachricht über Russland ein. Huch, wenn alle schon mal, wenn ich die Aufmerksamkeit von allen habe, Russland spielt heute, dann nutze ich doch mal diese Sekunde der Aufmerksamkeit, um das Feindbild Russland weiter zu befeuern. Der böse Russe, er dopt ja ohne Ende. Wahrscheinlich war das 5:0 komplett gedopt. Wahrscheinlich war das Tor gedopt von den, also von den Gegnern, dass das Tor den Ball anzog. Das russische Tor, das Netz hatte Doping und hat die Bälle angezogen, wird irgendwann gesagt. Ich hätte am liebsten gesagt, bei unserer 0:1 Flappe gegen Mexiko, Putin hat Schuld. Putin und die Russen haben Schuld, dass wir gegen Mexiko verloren haben. Logisch, oder? Das fehlt mir eigentlich noch. Ich kann es nicht ertragen. Jeden Tag, zu jeder Zeit, Tageszeit, Russland-Bashing. Im Deutschland-Spiel, nochmal zur Erinnerung, gegen Mexiko, wurde in der Halbzeit, vor dem Spiel, in der Halbzeit in den Nachrichten und nach dem Spiel in den Nachrichten, jeweils berichtet über den 65. Jahrestages des blutigen Niederschlagens des Aufstandes in der DDR durch die Sowjetarmee. Die Sowjetarmee hat blutig und mit Gewalt niedergeschlagen den Volksaufstand in der DDR. Warum in einem Spiel, was hat diese Nachricht wirklich genau in diesem Spiel, wo sie die größte mediale Aufmerksamkeit aller Deutschen, beim Deutschlandspiel, weiß ich nicht, 80% aller Deutschen haben es gesehen, gucken alle hin, da kommt ein Russland-Bashing. Sowjetunion, blutig, Putin, WM, blutig. Ne, diese Schlussfolgerungen kommen ja dann bei den Leuten. Immer der Russe ist aber seltsam. Das wird gesagt, wenn die größte Aufmerksamkeit erlangt wird, wird gegen die Russen geschossen. Und dann kommt ein kleines Relativierungsprogramm von ARD, nämlich abends, neulich, guckte ich vorgestern, eine Reportage über Russland zwischen 23 Uhr und 0 Uhr. Wie immer kritisch, wenn Deutschland schläft. Pro-russisch, der Film war auch zu 70% gegen Russland, Pussy Riots und solche Konsorten und Vollidioten haben sie da interviewt. Ja, die nichts zu sagen haben und da so armselig sind und meiner Meinung nach vom Westen bezahlt.
ja, so Pseudo immer alles Kritiker, ja, die hast du in jedem Land. Du könntest hier auch so ein Interview, ich könnte so einen Film, wie er über Russland gemacht hat, könnte ich in Deutschland machen. Gehe ich irgendwo in Brennpunkt Berlin, in irgendeine Hartz-IV-Familie, die keine Perspektive haben, und dann sage ich, Merkel ist scheiße, Merkel ist scheiße. Und dann machen die 20 Interviews mit Putin ist scheiße. Weil natürlich auch nicht alles rosig ist und Putin natürlich nicht alles im Griff hat in Russland. Das ist ja auch Wahnsinn, dieses Land. Aber die Masse steht hinter Putin, wie es eben nicht bei Frau Merkel ist. Die Masse steht hinter ihrem Präsidenten und sind stolz auf Putin und Russland. Der Film war gut. Der Film, das Fazit am Ende, wir müssten Frieden, Freundschaft, Zusammenarbeit mit Russland leben, sagt er am Schluss. Ich würde uns das raten, weil die Welt sich verändert. Das war gut, habe ich gedacht, Donnerwetter, aber wann war das Fazit? Ich bin fast eingeschlafen um 0 Uhr. Aber in der Hauptsendezeit, Deutschland spielt, jetzt heute Russland spielt, da kommen die Knüppel. 9-mal Bashing, 1-mal quasi ein Alibi, eine Alibi-relativierungsnette Nachricht über Russland. 9-mal Bashing, 1-mal Alibi-nett. Warum macht man das? Damit die Pseudodemokraten, wie ich sie nenne, die Pseudodemokraten, die immer noch an dieses verlogene Hans-Wurst-System glauben, die uns was von Freiheit, Wohlstand und Geschiss gebetsmühlenartig in die Ohren quetschen, während die Umwelt und Ungerechtigkeit, Umweltverschmutzung und Ungerechtigkeit gnadenlos voranschreitet. Will man uns das schönreden? Die Pseudodemokraten sagen dann, Moment, Ove Schatter, neulich habe ich einen Film gesehen, der war gar nicht schlecht über Russland. Neulich, nachts um 11, um 12, wenn alles schläft. Da kam wieder ein Bericht, der war gar nicht so schlecht über Russland. Aber 9-mal tagsüber, höchste Aufmerksamkeit der Leute, 9-mal der böse Russe. Der Doping-Russe, der böse Russe, blutig niedergeschlagen, Leute. Das müsst ihr verstehen. Das ist ganz clevere, auf höchstem Niveau, muss ich ja zugeben. Kompliment, sie ist gut versteckt, Wolfs im Schafspelz-Propaganda. Und was auch immer witzig war, auch in dem Film über Russland, den ganzen Tag nutzt Putin die WM für seine Staatspropaganda. In allen Ländern der Welt gibt es Staatspropaganda, aber doch nicht in Deutschland. Ihr Lieben, in Deutschland gibt es die lieben netten Klaus Kleber, Sandmännchen für Erwachsene, Geschichten, die dann Deutschland betäubt glaubt. Die Tagesschau, die Tagesshow sollte man es nennen. Wir sind die Seriösen, alle anderen machen Propaganda, nur wir nicht. Leute, das hat die DDR auch gedacht. Also ich vergleiche unsere Medien gnadenlos mit DDR-Nachrichten, DDR-Medien. Glückwunsch an die Hans-Wurst-Journalisten, ihr habt das Niveau sogar noch schlechter, muss ich sagen. Schlechter als die DDR-Nachrichten. Primitiver, verlogener, hinterfotziger als die DDR-Nachrichten. Das seid ihr, na? Ihr lieben Journalisten da draußen. Jo, das wollte ich nur mal loswerden. Mitten auf dem Weg zur nächsten Baustelle. Meine Jungs sitzen neben mir, schweigen anständig, hören ihren Chef meckern. Ich habe gesagt, quatsch nicht dazwischen. Machen sie auch nicht. Na? So muss das sein. Druzhba, dragie druzia. Ove Schadauer alias Cerebellum, die Stimme des Zorns. Und denkt immer dran, was ich sage. Ihr sollt ja gar nicht so denken wie ich. Ich möchte nur, dass ihr denkt.